Moin Moin und herzlich willkommen zu Nachschlag. Ja, diesmal geht es nochmal um Spielen unter Linux, denn ich habe euch zwei Sachen vorenthalten. Ich habe zwar für die Tux-Tage dieses Video gemacht und dann in der längeren Version nochmal in zwei Teilen hier hochgeladen, aber bei der Vorbereitung habe ich noch zwei Spiele mehr vorbereitet und auch in den Folien da und von dem einen habe ich sogar ein paar Aufnahmen gemacht. Und das ist nicht gelandet in dem Tux-Tage-Video und auch nicht in dem längeren Zweiteiler. Darum hole ich das Ganze jetzt nochmal nach. Bei diesen beiden Titeln handelt es sich um Rennspiele. Einmal um das Super Tux Kart, was ein Kart-Rennspiel mit Tux und seinen Freunden ist. Und das andere ist Rigs of Rods, ein physikbasiertes Fahrzeugsimulationsspiel. Genau, und die beiden gucken wir uns jetzt noch mal ein bisschen an. So, das ist also Super Tux. Ich gucke noch mal auf den anderen Monitor, ob diesmal der Ton auch wirklich aufgezeichnet wird. Denn gestern habe ich schon mal Super Tux Kart aufgenommen, bloß der Ton vom Spiel und die Musik fehlten dabei. Also dasselbe heute noch mal. Aber da es gestern prinzipiell gar nicht so schlecht gelaufen ist, packe ich euch die Aufnahme von gestern denn noch mal an dieses Video, an das Ende dran. Könnt ihr euch angucken oder ihr schaltet vorher aus, je nachdem wie ihr wollt. Aber hier mache ich das Ganze jetzt nochmal komplett. Also Super Tux Kart, da spielt ihr mit Tux und seinen Freunden. Wir haben hier so einen Story-Modus, wo wir verschiedene Level nacheinander durchspielen. Wir können auch Einzelspieler spielen, dann können wir uns so ein bisschen aussuchen, wen wir von denen spielen. Da sind ja verschiedene Charaktere mit bei, Tux natürlich. Dann haben wir hier Pigeon von dem Messenger, diesen, ja, was ist das überhaupt? Eine Taube. Eine Taube ist das. Genau, eine Taube ist das. Dann haben wir hier noch, gute Frage, wo das Viech herkommt, aber was das sein soll, das weiß ich auch nicht, wer Kiki ist. E-Mule, so ein File-Sharing-Programm. Das hier ist Wilbur von GIMP und das ist, ja, die Maus von XFCE. Genau. Und je nachdem, was wir uns dort auswählen, haben wir verschiedene Eigenschaften, also die Geschwindigkeit, wie viel der Wagen wahrscheinlich aushält, bevor er kaputt ist und ja, wie viel wir Nitro tanken können. Also da können wir solche Nitroflaschen einsammeln und wenn wir die verwenden, dann fahren wir nochmal ein bisschen schneller. Das ist so ein Nachbrenner. Aber für den Anfang nehmen wir einfach erstmal Tux. Und dann können wir noch auswählen, wie schwierig das Ganze werden soll. Also von Anfänger habe ich gestern gemacht. Das war relativ entspannt. Ich weiß nicht, ob ich heute schon... Ich probiere es mit Fortgeschrittener aus. Super Tux müssen wir wohl noch freischalten. Dann können wir uns einen Spielmodus auswählen. Normales Rennen, Zeitrennen, Folge dem Spitzenreiter, Kampf und Fußball können wir auch spielen. Dann Eierjagd. Ideal natürlich für Ostern. Ist im Moment nicht unbedingt die richtige Jahreszeit dafür. Und was haben wir hier noch? Geisterwiederholungsrennen. Okay, gut. Auch eine Idee. Normales Rennen ist, glaube ich, das, was wir so am Anfang eher haben möchten. Ja, ein paar Strecken sind schon freigeschaltet. Und je nachdem, was wir da so nehmen wollen, glaube ich, nehme mal Schneegipfel. Bei mir zwar kein Schnee, jedenfalls nicht bei mir. Aber das ist ja schon so ein bisschen winterlich, das Thema. Also probieren wir es mal damit. Da das jetzt noch keiner gespielt hat auf diesem Rechner, ist das alles noch ein bisschen leer. Und darum starten wir einfach mal das Rennen. Mit den Pfeiltasten geht das los. Also nach vorne fahren ist Gas geben. Links, rechts natürlich steuern. Und da muss ich auch wirklich gucken, dass ich den Anschluss biege. Genau, und ich sitze wie gestern auch davor, vor meiner Geschwindigkeitstafel und genau, und man würde unten auch die Anzeige mit dem Nitro sehen, aber ich sitze wieder davor und ich habe jetzt gerade keine Hand frei, das zu ändern. Ja, man kann hier diese kleinen Nitroflaschen aufsammeln und dann füllt sich die Anzeige mit dem Nitro, aber da ich davor sitze, seht ihr es nicht. Das ist eine blaue Anzeige. Wenn ich dann auf N drücke, N wie Nitro, dann
rennt es da hinten ein bisschen und der Tux fährt deutlich schneller. Diese Kisten hier, da sind so kleine Geschenke drin, die für mich eher positiv sind, für die anderen eher negativ. Auf Bananenschalen sollte ich nicht fahren. Und damit, also mit diesen Bowlingkugeln, kann ich jetzt die anderen aus dem Weg kegeln, wenn jetzt noch jemand vor mir wäre. Dann kommt hier so eine Kugel raus und wenn es jemanden trifft, naja gut, dann macht's da Rums. Okay, gut, da möchte jemand über. Zack. ja. Habe ich was gegen? Dann habe ich hier so eine Kaugummikugel mit so einer Blase drumrum. Die schützt mich gegen Angriffe. Das wäre jetzt ein guter Punkt gewesen, um das zu machen. Damit ich da nicht getroffen werde von irgendwelchen Kugeln oder auch von diesem. Ja, was ist das denn überhaupt? Also dieser Pömpel da, damit kann man jemand anders ranziehen und dann wechselt man so quasi die Position. Mal ein bisschen nach hinten gucken. Jetzt schon mal so ein bisschen. Solange ich noch vorne bin, dass da nicht jemand ankommt. Über das Kaugummi nicht drüber fahren. Denn dann bleibe ich eine gewisse Zeit kleben und das wäre nicht so. Hier nicht runterfahren. Ah, au, au. Huch, oh, ich bin ganz klein geworden. Hatte ich auch noch nicht. So schnell kann man vom ersten auf den zweiten Platz abrutschen, denn Kiki war besser. Neben dem Einzelspielermodus gibt es auch einen Modus, wo der Bildschirm so geteilt wird, sodass man dann mit zwei Leuten an einem Rechner spielen kann. Oder man kann das Ganze auch online spielen, beziehungsweise auch im lokalen Netzwerk oder übers Internet. Man kann auch irgendwie einen eigenen Server aufmachen und ja, mit anderen weltweit denn Super Tux Kart spielen. Dann haben wir hier diesen Story-Modus. Gucken wir auch nochmal kurz rein. Da bin ich denn der Tux und kann mir mit dem Auto was aussuchen. Das gibt hier solche Blasen mit so Punkten dran. Und in einige kann ich reinfahren, aber 30 Punkte habe ich noch nicht. Also dieses Level kann ich noch nicht starten. Da brauche ich irgendwas, was weniger hat. Hier zum Beispiel. Das mit der Pyramide. Ein Punkt, da komme ich schon rein. Und wenn ich jetzt hier die Leertaste für Schießen drücke, dann kann ich das auch spielen. Starten. Genau. Na? No. Oh. Okay, gut, also in der Variante hier bin ich wohl ganz alleine. Da geht es wohl bloß um die Zeit. Und wenn ich diese drei Pfeile da habe, kann ich immer einen Pfeil ausgeben, dass ich für eine gewisse Zeit sehr stark beschleunige. Oh, das ist Rui. Genau. Nitro, Nitro. Und ich sitze wieder davor. Kann immer noch nicht sehen. Andere Richtung. Nein, war noch nicht. Aber es ist eine blaue Anzeige. Oder vielmehr eine Anzeige, die sich blau füllt, wenn ich Nitro einsammle. Und wenn ich es wieder verbrauche, dann wird es natürlich weniger. Und das lohnt sich vor allem auf Strecken, wo ich keine Kurven habe. Ansonsten fliege ich sehr schnell aus den Kurven raus. Also gerade Strecken sind natürlich praktisch. Hier zum Beispiel auch mal ein bisschen und nicht auf die Bananenschale. Das ist wie im wahren Leben, ne? Nicht drauf treten, dann rutscht ihr aus. Und wenn ihr vier Reifen habt, dann ist das auch nicht gut. Daneben. Klappt nicht immer. Und ab in die Pyramide. Es gibt auch Strecken, wo es verschiedene Abzweigungen gibt. Also man kann die Strecke dann so fahren oder auch anders fahren. Und ich denke mal, die sind relativ ausgeglichen. Also es kommt nicht so unbedingt drauf an, was ihr dort nehmt. Ist vielleicht auch so ein bisschen, wie ihr das gerne mögt. Der eine mag vielleicht die Abzweigung lieber und der andere die andere. Und ja, genau. Müsst ihr wissen.
Das hier ist jetzt auch schon die letzte Runde. Bisschen Nitro habe ich noch. So, jetzt ist alle. Bis ich wieder was sammle. Ja, habe ich noch. Und weil es so schön war, gleich nochmal hier. Bergauf ist es ein bisschen anstrengender für das kleine Auto. Als bergab. Das lässt sich bestimmt auch irgendwie noch super ausnutzen. Die Pro-Gänger. Die wissen haargenau, wie sowas funktioniert. Aber ich probiere sowas ja bloß sehr gelegentlich aus. Also. Ich habe es nicht geschafft. Probiert es aus. Vielleicht seid ihr deutlich besser. Ja, und dann gibt es viele weitere Level. So eine Hacienda hier zum Beispiel noch und viele, viele weitere. Und so kann man diese Story immer weiter spielen, bis man wahrscheinlich alle Level durch hat. Auf der linken Seite sind verschiedene Abschnitte. Einige sind noch gesperrt. Da muss ich dann nochmal besser werden in einem anderen Level, damit ich die freispiele. Ja. Probiert es aus oder auch nicht. Normalerweise findet ihr Super Tux Card auch in der Distribution, die ihr benutzt. Also da gibt es normalerweise direkt Pakete für. Ansonsten gibt es das auch als... jetzt muss ich überlegen, wie heißt es noch, weil ich es nicht selber benutze. Als Flatpak bekommt ihr es auch. Oder, keine Ahnung, vielleicht sogar als App-Image. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise reicht das, was ihr in eurer Distribution drin habt, um das einfach mal anzuspielen. Wenn ihr es mit anderen spielt, müsst ihr wahrscheinlich eine relativ ähnliche oder eine identische Version haben, damit das dann auch kompatibel zueinander ist. Das zweite Spiel, was ich mir nochmal angeguckt habe, ist dieses Rigs of Rods. Das ist eine Physik-Simulation für Fahrzeuge, beziehungsweise für Menschen auch. Die Grafik ist jetzt nicht so schön, aber das System ist sehr stark erweiterbar. Man kann da Dinge runterladen, verschiedene Fahrzeuge und auch Strecken. Also da sind Städte mit bei, da habe ich nachher auch nochmal was aufgenommen. Da ist so ein Bus standardmäßig erstmal mit dabei. Da kann man in einer relativ leeren Landschaft ein bisschen rumfahren. Wenn ich die richtigen Knöpfe finde, dann fahre ich damit gleich auch irgendwie. Und als dieses Männchen da kann man da ein- und aussteigen und Runden drehen. Ist jetzt erstmal nicht so spektakulär. Es wird relativ wenig standardmäßig mitgeliefert. Also der Bus ist dabei, das Männchen ist dabei und das hier. Da ich das Ganze auch nicht wirklich kannte, musste ich erstmal ein bisschen suchen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, ist das jetzt schon alles? Nein, es ist nicht alles. Man kann eben Dinge dazu runterladen, direkt im Spiel. Da gibt es verschiedene Fahrzeuge, Seat, Ibiza und was weiß ich alles. Da lade ich noch mehr Zeugs runter. Und wir haben hier ja auch verschiedene Kategorien von zusätzlichen Elementen. Also sowas wie Trucks gibt es da und Autos und irgendwelche Dinge, die fliegen und übers Wasser fahren können. Züge gibt es auch. Und dann gibt es auch verschiedene Szenarien, also Untergründe und Städte. So, irgendwann habe ich es auch gefunden. Es gibt auch zusätzliche Strecken, damit wir nicht diese blanke Platte haben, dieses graue Dingsbums im Nirgendwo, sondern ein bisschen was fürs Auge. Lade ich denn auch alles runter? So, und da haben wir jetzt so eine größere Stadt, wo man denn so ein bisschen rumfahren kann. So, dann laufe ich erstmal wieder rum mit meinem schirmmützigen Männchen da. Und das ist so ein bisschen langweilig irgendwie. Ich will ja eine Physiksimulation für Fahrzeuge haben und nicht einfach bloß für Zweibeiner. Das ist ja irgendwie nicht Sinn der Übung. Ja, ich kann mir das ein bisschen angucken hier. Es gibt diese Stadt da, Tankstelle gibt es da, so einen Einkaufsladen. Und wie man sieht, ist es nicht dafür gedacht, dass man da zu Fuß rumläuft, sondern wirklich ein Fahrzeug nimmt. Weil mit dem Fahrzeug fährt man ja eher selten in einen Einkaufsladen, hoffe ich jedenfalls mal.
Ja, dann kann ich mir einen von diesen runtergeladenen Modellen aussuchen. Und schwuppdiwupp, da ist denn mein Auto auch schon. Es macht sogar ein bisschen Ton, aber irgendwas ist mit dem jetzt nicht ganz in Ordnung. Also mit Kannsteinen hat es irgendwie Probleme und ja, also die Fahreigenschaften, würde ich sagen, sind eher ausbaufähig. Liegt vielleicht auch daran, dass es schon so einen kleinen Schaden hat. Mal gucken. Da vorne, da hängt so ein Stückchen vor, das soll wohl so nicht. Würde ich mir jetzt nicht verkaufen lassen, dann würde ich sagen, da müsste man noch mal ein bisschen was machen, vielleicht ein bisschen rüberspachteln oder so, damit das wieder. Ja, also man kann da lustige Stunts mitmachen, aber so richtig fahren kann man da. So, lassen wir das Auto einfach mal stehen. Das rollt noch ein bisschen, aber das ist nicht meins. Ich gehe mal kurz hier zur Seite. Irgendwas Ordentliches sollte es denn doch nochmal werden. Ja, das wäre jetzt dasselbe Auto nochmal in nicht sofort beschädigt, aber es fährt auch so ein bisschen komisch. Man kann da super Stunts mitmachen. Ist das jetzt so realitätsnah? Ich denke eher nein. Also in so einer Laterne mal parken ist auch eine. Nein. Ja, okay, das kann auch sein, dass es überhaupt nicht mein Fahrzeugtyp ist. Vielleicht brauche ich einfach mal was anderes. Wie zum Beispiel diesen schönen Bus. Mal gucken, was der so bringt. Er ist schon mal ein bisschen behäbiger und diese Ampel da ignorieren wir einfach. Wir schleichen uns einfach dran vorbei, das hat keiner gesehen. Ach, jetzt ist eh grün, jetzt kann es auch richtig weitergehen. Ja, und was macht man mit so einem Bus? Fährt, langsamer. Kommt die nächste rote Ampel mit, ignoriert die also wie im wahren Leben oder wartet auch, bis es grün wird. So, und damit kann man natürlich noch andere Sachen ausprobieren. Man kann auch die Kamera ein bisschen wechseln, sodass wir ein bisschen mehr sehen vom Fahrzeug selbst. Und ja, man kann damit Brücken hochfahren. Geht natürlich auch langsam. Beim Runterfahren wird es vielleicht gleich ein bisschen schneller. Also festhalten. Und da wir so eine Physiksimulation haben, will ich das natürlich auch mal ausprobieren. Was passiert jetzt, wenn man da so ein bisschen unglücklich fährt? Und ja, er kippt um. Ja, und das ist nicht mein Bus. Ich muss kurz weg. Ja, also das ist Rigs of Rods. Da gibt es natürlich viel, viel mehr zusätzlichen Content, was ihr alles runterladen könnt. Modelle und ganze Städte. Damit könnt ihr ein bisschen rumspielen, einfach mal ausprobieren. So, das war's dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr habt jetzt noch zwei weitere tolle Spielmöglichkeiten unter Linux dazu bekommen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch das lange Video gucken, beziehungsweise den Zweiteiler, der sehr lang ist, oder die Tuxtage-Edition von meinem Video, wo ich verschiedene Spielmöglichkeiten vorgestellt habe, wo zum Teil auch Spiele sind, die nicht nativ unter Linux laufen, sondern per Emulation auch Windows-Titel oder andere, komplett andere Hardware-Plattformen wie C64 halt zum Laufen bringen. Ja, macht's gut. Probiert's aus. Lasst es bleiben. Je nachdem, abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss. So, das hier ist jetzt Super Tux Card. Wir haben da verschiedene Spielmodi. Wir haben einmal so einen Story-Modus, wo wir ja, uns quasi so ein bisschen durcharbeiten können durch die einzelnen Level. Ich steuere das Ganze hier mit den Pfeiltasten. Und irgendwo müsste jetzt so eine. Da dürfen wir noch nicht rein. Wir brauchen mehr Punkte für diese Herausforderung. Also irgendwo müsste jetzt eine Blase sein, in die wir schon rein dürfen.
Genau, wie zum Beispiel hier. Und Schießen ist die Leertaste. Und jetzt kann ich mir ein Schwierigkeitslevel auswählen. Nehmen mal lieber Anfänger. Ihr könnt natürlich was anderes nehmen, ist klar. Aber ich bleibe erstmal dabei. Rennen starten. Ja, und dann geht's auch los. Ich habe jetzt hier diesen Tux und neben mir ist die Maus von XFCE. Die ist so ein bisschen aggro drauf, aber das bin ich auch. Dann kann ich hier verschiedene Sachen einsammeln, wie hier dieses Nitro. Damit kann ich dann schneller fahren, wenn ich N drücke. Und dann bin ich jetzt mal vorne. Und hier gibt es immer solche Geschenkpakete. Da sind so zusätzliche Fähigkeiten drin, die ich einmal oder zum Teil auch mehrmals verwenden kann, um die anderen so ein bisschen zu ärgern und damit aufzuhalten, damit ich meine Position verbessere. Gut. Jetzt gibt es das Nitro auch noch in größerer Verpackung, dann habe ich ein bisschen mehr. Das ist unten dieser blaue Balken, der sich dann füllt. Über die Bananenschalen sollte ich nicht fahren. Die lassen mich so ein bisschen durch die Gegend wirbeln. Dann falle ich eventuell irgendwo runter und das kostet mich bloß Zeit. Und meinen Vorsprung will ich mir jetzt nun nicht verscherzen. Von daher ganz entspannt vorne bleiben. Da passiert jetzt nicht so viel. Hoffe ich mal. Das ist jetzt die erste Runde. Eine Runde haben wir noch. Wieder vorsichtig Bananen umfahren. Mal gucken, was hier jetzt drin ist. Und ich kann bloß eine von diesen Erweiterungen mitnehmen. Oh. Ja, hoppala. Da hätte ich eventuell dran vorbeifahren sollen. Wäre eine gute Idee gewesen. Geht aber auch so. Und wenn ich jetzt Leertaste drücke, dann fliegt diese Kugel da weg. Und wenn ich damit einen von den anderen treffe, dann werden die so ein bisschen durch die Gegend gekugelt. Genauso mit dem hier. Damit kann ich mir einen ranholen und ja, mich weiter nach vorn katapultieren. Dann haben wir hier noch Kaugummi, damit kleben die anderen. Dann gibt es ja auch noch dieses Kaugummi hier, damit habe ich so eine Schutzblase um mich rum. Da bin ich dann gegen andere Angriffe so ein bisschen abgesichert. Die hält aber bloß für eine gewisse Zeit. So, letzte Runde, zweite Runde. Sehe ich mal die linke Abzweigung. Mal gucken, wie das jetzt anders ist. Jetzt noch mal ein bisschen schneller. Einfach, weil wir jetzt können. Und jetzt mache ich das nächste Paket auf. Oh, wieder eine Sicherheitskaugummiblase. Jetzt ist es alle, aber es gibt jetzt ja Nachschlag. Nachschlag. Oh. Ich glaube, das Ding explodiert. Probiere ich gleich mal aus. Ah, hier vielleicht? Ja, er ist explodiert. Und jetzt da dran vorbei, habe ich ja gelernt. Ist zwar langsam und ich habe kein Nitro, aber wir kommen ohne nasse Reifen auf der anderen Seite an. Kugel. So, und hier hat einer ein Kaugummi hinterlegt.
Das passiert dann. Das passiert natürlich auch bei den anderen, wenn die drüber fahren, oder man kann auch über sein eigenes fahren, wenn man sich ganz blöd anstellt. Ja, genau, also das ist so von der Art her super Tux Kart. Und da gibt es viele, viele weitere Level. Dieses hier war relativ primitiv, was die Grafik angeht. Es gibt deutlich schönere dabei. Und man kann das Ganze auch im Netzwerk spielen oder übers Internet mit seinen Freunden oder einfach mit zufälligen Spielern im Internet. Man kann das Ganze sogar auf einem Rechner Man kann das Ganze sogar zu zweit an einem Rechner spielen. Dann wird der Bildschirm so aufgeteilt. Oder man kann hier online mal gucken, lokales Netzwerk, global, und dann mit anderen zusammen das spielen. Genau, also guckt euch das mal an, wenn euch das gefällt. Das gibt es normalerweise auch in der Distribution, die ihr verwendet, als Paket schon mit drin, ohne dass ihr was dazu installieren müsst. Gibt es aber auch als Das gibt es allerdings auch als Flatpak. Und wahrscheinlich auch in anderen Paketzusatzformaten. Aber ich würde euch empfehlen, nehmt erstmal das, was bei eurer Distribution bei ist. Das ist normalerweise neu genug, jedenfalls zum Spielen. Wenn ihr vielleicht online mit anderen spielen möchtet, dann braucht ihr vielleicht nochmal ein Update. Aber so solltet ihr das erstmal tun. So, das hier ist jetzt Super Tux Kart. Wir haben da verschiedene Spielmodi. Wir haben einmal so einen Story-Modus, wo wir uns quasi so ein bisschen durcharbeiten können durch die einzelnen Level. Ich steuere das Ganze hier mit den Pfeiltasten. Und irgendwo müsste jetzt so eine... Oh, da dürfen wir noch nicht rein. Wir brauchen mehr Punkte für diese Herausforderung. Also irgendwo müsste jetzt eine Blase sein, in die wir schon rein dürfen. Genau, wie zum Beispiel hier. Und Schießen ist die Leertaste. Und jetzt kann ich mir ein Schwierigkeitslevel auswählen. Nehmen wir lieber Anfänger. Ihr könnt natürlich was anderes nehmen, ist klar. Aber ich bleibe erstmal dabei. Rennen starten. Ja, und dann geht's auch los. Ich habe jetzt hier diesen Tux und neben mir ist die Maus von XFCE. Die ist so ein bisschen aggro drauf, aber das bin ich auch. Dann kann ich hier verschiedene Sachen einsammeln, wie hier dieses Nitro. Damit kann ich dann schneller fahren, wenn ich N drücke. Und dann bin ich jetzt mal vorne. Und hier gibt es mal solche Geschenkpakete. Da sind so zusätzliche Fähigkeiten drin, die ich einmal oder zum Teil auch mehrmals verwenden kann, um die anderen so ein bisschen zu ärgern und damit aufzuhalten, damit ich meine Position verbessere. Ja, gut. Jetzt gibt es das Nitro auch noch in größerer Verpackung, dann habe ich ein bisschen mehr. Das ist unten dieser blaue Balken, der sich dann füllt. Über die Bananenschalen sollte ich nicht fahren. Die lassen mich so ein bisschen durch die Gegend wirbeln. Dann falle ich eventuell irgendwo runter und das kostet mich bloß Zeit. Und meinen Vorsprung will ich mir jetzt nun nicht verscherzen. Von daher ganz entspannt vorne bleiben. Da passiert jetzt nicht so viel. Hoffe ich mal. Das ist jetzt die erste Runde. Eine Runde haben wir noch. Wieder vorsichtig Bananen umfahren. Mal gucken, was hier jetzt drin ist. Und ich kann bloß eine von diesen Erweiterungen mitnehmen. Oh. Ja, hoppala. Da hätte ich eventuell dran vorbeifahren sollen. Wäre eine gute Idee gewesen. Geht aber auch so. Und wenn ich jetzt Leertaste drücke, dann fliegt diese Kugel da weg. Und wenn ich damit einen von den anderen treffe, dann werden die so ein bisschen durch die Gegend gekugelt. Genauso mit dem hier. Damit kann ich mir einen ranholen und mich weiter nach vorn katapultieren. Dann haben wir noch Kaugummi, damit kleben die anderen. Dann gibt es ja auch noch dieses Kaugummi hier, damit habe ich so eine Schutzblase um mich rum. Da bin ich dann gegen andere Angriffe so ein bisschen abgesichert.
Die hält aber bloß für eine gewisse Zeit. So, letzte Runde, zweite Runde. Kriege ich mal die linke Abzweigung. Mal gucken, wie das jetzt anders ist. Jetzt nochmal ein bisschen schneller. Einfach, weil wir es können. Und jetzt mache ich das nächste Paket auf. Oh, wieder eine Sicherheitskaugummiblase. Jetzt ist es alle, aber es gibt jetzt ja Nachschlag. Nachschlag. Oh, ich glaube, das Ding explodiert. Probiere ich gleich mal aus. Ah, hier vielleicht? Ja, es explodiert. Und jetzt daran vorbei, habe ich ja gelernt. Ist zwar langsam und ich habe kein Nitro, aber wir kommen ohne nasse Reifen auf der anderen Seite an. Kugel. So, und hier hat einer ein Kaugummi hinterlegt. Das passiert dann. Das passiert natürlich auch bei den anderen, wenn die drüber fahren. Oder man kann auch über sein eigenes fahren, wenn man sich ganz blöd anstellt. Ja, genau. Also das ist so von der Art her Super Tux Kart. Und da gibt es viele, viele weitere Level. Dieses hier war relativ primitiv, was die Grafik angeht. Es gibt deutlich schönere dabei. Und man kann das Ganze auch im Netzwerk spielen oder übers Internet mit seinen Freunden oder einfach mit zufälligen Spielern im Internet. Man kann das Ganze sogar auf einem Rechner zu zweit an einem Rechner spielen, dann wird der Bildschirm so aufgeteilt oder man kann hier online mal gucken, lokales Netzwerk, global und dann mit anderen zusammen das spielen. Genau, also guckt euch das mal an, wenn euch das gefällt. Das gibt es normalerweise auch in der Distribution, die ihr verwendet, als Paket schon mit drin, ohne dass ihr was dazu installieren müsst. Gibt es aber auch als das gibt es allerdings auch als Flatpak und wahrscheinlich auch in anderen Paketzusatzformaten. Aber ich würde euch empfehlen, nehmt erstmal das, was bei eurer Distribution bei ist. Das ist normalerweise neu genug, jedenfalls zum Spielen. Wenn ihr vielleicht online mit anderen spielen möchtet, dann braucht ihr vielleicht nochmal ein Update. Aber so solltet ihr das erstmal tun.